Ja, hi, willkommen zu einem neuen Part Crash Bandicoot 2 in der Insane-Trilogie. Nachdem ich das Horror-Level zu 100% endlich letzten Part abgeschlossen habe, machen wir mit dem nächsten Horror-Level weiter. Re-Nation. Ich hoffe, das reicht für den Leben. Dahinter ist eine Nitro-Kiste, die habe ich schon erspäht. Der Part, in dem ich das Level das letzte Mal angezockt habe und dann gerage-critted habe, ist schon eine Weile her. Das weiß ich. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich gerage-critted habe. Aber ich denke, ich werde es sehr schnell wieder wissen. Ich glaube, es war bei irgendeiner Stelle, wo diese scheiß Affen ihre Baumstämme geworfen haben. Hinten im Hintergrund sieht man ihn schon. Ah, scheiße. Ich muss hier irgendwie durch, ohne meine Oka-Oka zu verlieren. Ja, das hat jetzt grandios geklappt. Genau, das war die Stelle, wo ich ausgerastet bin. Hundertprozentig. Ja. Weil das unmenschlich ist. Ja, genau. Hier war das. Ah, ich starte mit Uka Uka. Das Spiel ist sozial. Es weiß, was für ein Abfuck das ist. Ah, scheiße. Hat nicht funktioniert. Verpiss dich. So, ich bin weiter als letztes Mal, oder? Man muss zugeben, das liegt an der Uka-Uka. Nee, das ist eine schlechte Idee. Da kommt ein neuer von den Fritzen, ey. Ich muss zugeben, das war gerade sehr, sehr dumm. Aber ich hoffe, ich schaffe diese Stelle jetzt nochmal. Ja, das hat nicht geklappt. Aber mit Uka Uka geht das eigentlich. Und ich muss hier einen Slidesprung machen. Der da hinten ist, glaube ich, immer einfacher. Leute, ich habe zwei Uka Ukas jetzt. Jetzt sowieso. Ich mache das einfach so wie eben. Ich komme sogar durch. Ha! Verrecke! Der Affe da hinten ist, glaube ich, einfacher, weil ich sehe, was auf mich zukommt. Also ich sehe, wann ein Baumstamm kommt. Hilft mir auch mal nicht. Okay. Ich habe gedacht, es ist einfacher, aber ist anscheinend nicht der Fall. Und das war schrecklich dumm. Eben hatte ich das perfekte Timing und ich hab's wieder erwischt. So. Das klappt nicht. In den Abgrund bin ich wieder den Baumstamm geflogen. Ich muss mich jetzt langsam mal hier zusammenreißen. Ich habe nur noch 9 Leben. Ich habe hier den Vorteil, dass ich jetzt hier durchkomme. Und das richtige Timing werde ich da hinten auch noch irgendwann erwischen. Aber ich weiß nicht, ob meine Lebensvorrat dafür reicht, um das richtige Timing dann rauszufinden.
Ja, ich habe jetzt beide. Oh. Nein! Oh, nicht so eine Scheiße. Die nervige Stelle ist noch nicht vorbei. Ah, es geht, es geht, es geht. Ah, okay, das sah von Weitem schwieriger aus, als es ist. Hoffe ich. Okay, okay, okay. Was haben sie noch für mich hier im Petto? Okay. Oh, er gibt mir eine Maske. Ihr seid so nett. Ich weiß, warum ich sie bekomme. Da ist nochmal so ein scheiß Gorilla. Okay. Ja, konnte ich nicht verhindern. Uhuhuhuhuhu. Bitte, bitte, bitte hört auf! Wie danke! Wir haben immerhin den Kristall. Und kommen jetzt zurück. Wo bin ich jetzt hier? Ich skippe das Level, oder? Das sei. In dem Bereich waren keine Kisten, richtig? Ich hoffe es. Ja, ist egal, ist egal, ist egal. Ja, ja, ich skippe auf jeden Fall den Bonus, auf jeden Fall. Das war einmal auf jeden Fall zu viel. Und das skippe ich, ja, ja, ja. Ich hätte einiges geskippt eben. Durch den anderen Kristall. Oh, das war der, ne? Der war nervig. Ich hab's, glaube ich, schon verbockt, ne? Ah, das kann man ja auch mal, glaube ich, schaffen. Ja, okay. Alle auf einmal kriegt man, glaube ich, sowieso nicht hin. Das wäre auch ziemlich unfair. Okay. Schnell weg. Okay, den Bonus habe ich letztes Mal, glaube ich, nicht gepackt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir gehen auf 23 fehlen noch. Leben sind immer gut. Ich habe... So. Okay, ich habe den Affen weggewirbelt. So, hier bin ich letztes Mal, glaube ich, rausgekommen, ne? Genau, da bin ich rausgekommen. So. Was ich noch finden muss, ist der Nitro-Schalter. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Kann ich den wegrutschen? Ich hoffe das. Ja. 69. Ja, das mit den Nitro-Kisten könnte passen. Ich muss nur einen Nitro-Schalter passen, finden. Ich mag diese Dinger nicht. Das ist ein nerviges Feature. Das war knapp. Da braucht man etwas räumliches Vorstellungsvermögen. So, da ist der Nitro-Schalter, okay. Der ist natürlich ein bisschen assi. Und deswegen nehme ich mir den Checkpoint. So. Ich habe genau gewusst, dass das passiert.
Deswegen habe ich den Checkpoint auch aktiviert. So, jetzt machen wir das einmal anders. So. Boah. Wie soll man bei sowas ruhig bleiben, Leute? Mann, ey! Wenn ich an dieser Scheiße Game Over gehe, ne? So. Keine Hektik. Keine Hektik. Ich habe alle Kisten. Das Ziel kann nicht mehr weit sein. Oh nein. Schweine. Ich habe die Uka Uka. Ich konzentriere mich. Okay, okay, okay. Ich habe nur noch 6 Leben. Okay. Nimm meine Uka Uka. Ist mir so egal. Wir haben gleich den Kristall. Und zwar beide. Boah. Aber da gibt es auch eine Besonderheit hier in der vierten Welt. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich hier noch kein Level mit Secret Exit gemacht. Das heißt, es gibt keinen. Hier gibt es nur noch einen besonderen Edelstein. Das ist irgendwas mit Bienen wieder. Hinter einer raffinierten Täuschung liegt ein besonderer raffinierte Täuschung. Okay, ich darf wieder irgend... Hinter einer raffinierten Täuschung, was meinen die damit? Auf jeden Fall ist hier irgendwo ein Edelstein versteckt. Das ist leider so ein Bienenlevel. Die mag ich ja am allerwenigsten. Obwohl, Cold Hard Crash hat es abgelöst. Aber was meinen die mit einer raffinierten Täuschung? Wir hatten ja mal sowas ähnliches, da musste ich. Da war eine Tür halt. Und. Also eine verschlossene Tür, wo man eigentlich nicht durchkam und da konnte ich durchlaufen. Bin mal gespannt, was sie hier machen. Ah, Maske weg. Ja, alle Kisten brauche ich ja nicht. Was, wenn ich die... Ja. Hier unten. Ich hätte es vergessen. Leute, ich musste es ausprobieren. So, ich bin mal ein bisschen aufmerksam. Da irgendwo in diesem Level bin ich RIP, genau. Raffinierte Täuschung. Bisher ist mir noch nicht aufgefallen, ey. Das kommt mir schon mal hier sehr suspekt vor.
Aber das ist keine raffinierte Täuschung. Das ist einfach der Tod. Oder warte. Ich probiere das aus. Aha! Aha! Das sah mir suspekt aus. Also, Leute, ohne Witz, ey. Auch wenn man diesen Hinweis bekommt. Wer springt denn freiwillig auf Nitro? Ich hab's halt einfach gemacht, weil ich explizit auf der Suche danach bin. Oh, scheiße, euch brauche ich. Aber wahrscheinlich erscheint so ein Pilz, wenn ich euch erledige, ne? Jupp. Da ist er schon. Ah, es ist noch nicht zu Ende. Ich muss hier noch lebendig durch. Okay. Ich bin... Oh Mann, ich war zu hypervorsichtig. Moment, wo starte ich? Nur kriege ich ein Leben. Die Wumperfrüchte nehme ich mit. Wenn ich in diesem Level noch Game Over gehe, ne? Was ich auf jeden Fall machen werde, ist... Zum nächsten Part werde ich Leben farmen. Weil in der fünften Welt brauchen wir nicht anfangen, um... Mit vier Leben. Brauchen wir nicht anfangen. Das wird nichts. Das weiß ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Kristalle mir in der vierten Welt in der letzten Welt fehlen. Ich glaube, in einem Level habe ich ihn, aber das war es auch. Ich mache schon drei Kreuze, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Bei Crash 3 ist, glaube ich, leichter, als das 100% sammeln. Dass das Spiel allgemein ein bisschen einfacher ist, ist bekannt. Mann, Mann, Mann! Ich gehe in diesem Level nicht Game Over. Das wird nicht passieren. Oder wartet. Ich habe den Kristall. Ich muss diesen Scheiß gar nicht mehr machen. Aber es soll ja nicht heißen, ich kriege das sowieso nicht hin. Deswegen machen wir das. Ich habe zwar den Kristall, aber ich mache das trotzdem. Sonst heißt es wieder, du hast es viel zu einfach gemacht. Aufgeben kann jeder. So. Was ist da gerade passiert? Ich bin auf den fucking draufgesprungen. Oh, fuck. Ist doch mal gut gegangen. So, jetzt warte ich, bis die Kugel kommt. Rüber. Schieß, du Lappen. Hau ab! Aha, das Spiel hat Mitleid. Weh, ich verliere die Uka Uka an den Spacko.
Ich kann diesen Bereich. Ich kann da durchkommen. So, diesmal. Ja, diesmal. Lol. Das ist nicht euer Ernst. Aber doch nicht so schwer. Das schießt einmal. What? Noch einer? Jetzt sind sie aber am Ausrasten hier. Unfassbar. 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 Also das normale Spiel ist ja schon nicht so einfach, aber was sie in diesen Bonusbereichen einen abverlangen, ne? Also das hat ja schon fast Kaizo-Verhältnisse. Aber zum Glück sind diese Bonusbereiche mit einigermaßen Bumperfrüchten gesegnet, so dass du nicht zu viele Leben dabei verlierst. So, eben hatte ich ja meine Uka-Uka etwas unnötig verloren. Klappt ganz gut bisher. Entscheide mich mal für den oberen Weg. So, der erste ist weg. Neue Uka-Uka. Sehr schön. Ist das euer Ernst? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Ohne Gegentreffer nicht möglich. So. Jetzt einfach zum Ziel. Den Kristall in Sicherheit bringen. Ach, ich werde hier hingeportet, okay. Das heißt, ich hätte den Bonusraum tatsächlich nicht machen müssen. Checkpoint, das ist mir das Wichtigste zurzeit. Ich fühle mich einigermaßen sicher mit der Uka-Uka. Noch. So. Wie gesagt, Bonusräume mitnehmen, um Leben zu farmen. Wobei in der vierten Welt kann man nicht mehr von Farmen sprechen. Ich könnte das Level jetzt auch einfach beenden. Ich farme ja eigentlich so, wie, so oder so. Ah. Naja, egal. Vielleicht kommt mir das Leben noch zugute auf den, in den Level hier. Als ob der mich getroffen hat. Jetzt habe ich wieder Angst. Genau wegen so einer Scheiße. Die völlig random wiederkommen kann. Weil ich bin jetzt ungeschützt. Aber ich habe das Level geschafft. Nice. Sogar mit einem Kristall. Ja, ich bin erstmal auch geschafft. So.
Bad 4, done. Und im nächsten Part die letzten Level von Welt 5. Ach, Kristalle fehlen noch. Das ist viel, ne? Es sind nur 5 Level. Ja, sind in vielen Leveln bestimmt 2 Kristalle, die fehlen. Naja, egal. Damit geht's im nächsten Part weiter. Bis dann und ciao.